Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Marsch. Wir werden das Holz einsammeln und entsprechend zum Sieg bringen. Damit er heute Nacht arbeiten kann. Und danach werden wir mit dem Holz Baumstumpf fräsen. Und morgen früh mit dem Halte Tiere versorgen. Ne? Und die ersten Ferkel sind an der Stall fahren. Und der auch wieder nicht. Also, da muss ich mal schauen, wo ich da Wasser geben kann, beziehungsweise den Wasserhahn aufbauen könnte. Das will ich auch noch rausfinden. Eine Fuhre wären. Wenn nicht, geht's auch. Ups. Ja, die kleinen Dinge halten noch nicht, das ist normal. Abstand einfach zu groß. Aber die Fräse halten mit, das ist okay. Jetzt haben wir noch nicht da lange umplanen, ne? Na, mitkommen. So, ne. Komisch. Mama ist so, ne? Nächstes Mal vorbeifährt, geht's trotzdem. Ach, anschalten vielleicht? hinten wieder. Der automatisch umschalten tut, aber gefällt mir gar nicht. Wenn es für 6 Meter, da müsste ich ja genau stapeln, ne? Das ist der entscheidende Punkt. Jetzt haben wir uns aufgefahren. Nicht da. Haben wir keine Kettensäge? Und da glaube ich, komme ich nicht ran. Unwahrscheinlich. Das war da irgendwie gewesen. Der wäre es auch nicht da. Kettensäge. Schau, ob da rankommen. Glaube eher nicht. Nix, haben wir schieben. Mit dem Traktor. Ah, oh, dem Traktor ist besser, ja. Kann ich hängen, abhängen. Durch die Gebüsche. Schieben wir einfach durch die Büsche. Oh, siehst du. Nicht so schnell, wie ich dachte.
kräftigen Stoß und es geht. Alles voll, schön gerade gewachsen, das gefällt mir. Jetzt sind immer die Dinger wegfräsen. Irgendwann haben wir zu viele. Und dann stören die am Ende nur. So, ein paar Dinger haben wir noch. Müssen wir noch aufkriegen. Müsste eigentlich einen größeren Hänger besorgen, aber ein Riesengeschoss. Wieder umgepackt. Hätten die doch nichts rauf. Hat doch nichts. Dann haben wir beladen, dann haben wir enden und dann automatisch manuell aktivieren. So, Hauptsache wir kippen nicht um, ne? Das ist der Fall. Liegt da noch was? Da vorne ist noch Platz. Nur drei Stück, die man mitnehmen könnte. Oder vier. Ja, passen. Runterrückel? Ja. Nicht hinten, ja, nicht hinten. Ah, gut, mach ich gehen. Jetzt fahren wir mal Richtung Sägewerk. Leicht überladen, denke ich mal. Aber es schleift mich nicht. Dann können wir nachher aller Ruhe fräsen. Und morgen werden wir den Stall umräumen. Vielleicht heute Nacht nur eine oder andere Sau noch verfäkelt. Normalerweise bleiben die ja mehrere Tage oder mehrere Wochen bei der Sau. Aber ich denke mal, hier wird das kein Problem sein, weil das ist sicherlich nicht vorgesehen. Entschuldigung. Oder wir warten halt noch einen Tag, geht ja auch. Ein Tag mehr oder weniger macht es ja auch nicht. Überlegen mit dem Futter und mit Wasser, ob da das Aufbau im Wasser so nicht funktioniert. Den Wasserwagen brauchen. Der habe ich glaube ich keinen. Wenn brauchen wir nur einen kleinen. Wenn. Aber mal sehen, was wir am besten nehmen. Gut, dass das Meister gewachsen ist. Ich dachte schon nach 6 nicht mehr. Ich hatte ja 17er da schon mal ganz groß eine Reihenfarm mit Sonnenblumen gemacht, glaube ich. Ja, da war es tatsächlich wieder da. Ich habe nicht daran gedacht. Ich habe volle, volle Riesenfeld ausgesät mit Baumwolle, also mit Sonnenblumen. Und dann, zack, deckt mir auch nichts bei. Sieht gut aus. Ich mal auch beschleunigen, ne? Also schnell, Vorspuren. Ex nix. Später näher ist mir eingefallen, wo das lag. Das ist alles. Und sah aus wie abgeerdet näher. Auch die Erfahrung muss man halt machen, ne? Wenn man die alles durchliest. So, da sind wir angekommen. Heil und glücklich, hoffe ich jedenfalls. Noch nicht da. So, geht der links oder rechts rum? Wollen wir rechts rum machen, ne? So, mal schauen wir. Es gibt einen schönen Schwung Holz. Einen dicken aber nicht kriegen, glaube ich, letzten der Schräge anhängt.
doch. Ah, passt. Da liegen noch welche, da haben wir aufladen. Und wieder abladen. Und dann gleich nach vorne holen. Wüste. Haben wir's. Genug Holz. Belege ich mal, ob den LKW wieder zurückfahren zum Sägewerk? Ich glaube schon. Irgendwann mal wieder Holz machen. Obwohl, wenn ich genau überlege, den werden wir da jetzt nicht hinfahren. Weil. Noch eine Folge Holz, na, wollen wir nicht machen. Also, das reicht aus. Für heute haben die wir genug. Und für Nacht auch. Oh, schauen wir mal irgendwann mal her. Vielleicht werden wir irgendwann mal nachher Gras anfangen. Auf Feld 36. Oder Grasballen pressen. Und irgendwann kommt auch die Ernte. Aber wann genau? Ich denke mal, jetzt haben wir Mitte Sommer. Späten Sommer, den sechsten Tag oder Herbst. So, schauen wir nach, ein Schwein, ob wir ein paar mehr haben. Kann auch sein. Baumwolle 18 Grad. Wir haben Sommer. Gut, wächst hier sowieso nicht, aber. Schwein ist da. Oh, 95. Hab wieder eine Sau. Oh, Eis. Die nehmen jetzt zu wie sonst was. Die hintere auch. Aber das sieht so. Alles weibliche. Nicht da. Gut, hat auch Vorteile. Brauchen nicht kastrieren. So. ja, das ist halt so. Bei den Schweinen, die wir alle entmannt. Sollen sie am Geschmack vom Fleisch auflegen. Also, wenn die Tiere das behalten, was sie nicht behalten dürfen. Zumal sie auch dadurch auch Hormonen, später Hormonstau kriegen und dann entsprechend in einer Bucht sind, ich weiß nicht genau, ob das so gut ist. Jetzt wollte ich mal achso, Baum fräsen. Wir können mal gucken an der BGH. Nochmal kurz einfüllen, Nase frei. So. Können wir gleich nochmal entsprechend aufladen und hinstellen. Dass wir heute Nacht noch ein bisschen das Geld kriegen. So viel brauchen wir jetzt noch nicht, aber also wir können ja morgen auch noch Ballen reinwerfen, das ist nicht das Problem. Das ist nämlich, das sein. Aber die nächsten Silageballen, das dauert noch eine Weile, also das von daher ist es. Die haben wir noch gar nicht, muss man mal dazu sagen. Sobald wir hier haben, können wir hier entsprechend, ne. Ja. Hier silieren lassen, ne. Ups, das ist auch wieder ein Arm hoch. Mal aufladen. Und hinstellen. Und dann gibt es mehr rein. Beziehungsweise. Soll ich machen wir. Fahren wir zur nächsten BGH zu anderen. Wir machen das gleiche. Musik ein bisschen lauter gemacht, ich war ein bisschen vor und leise. Hoffe mal, dass nicht zu laut ist. Ich weiß ja auch nicht, mal ist es zu laut, mal so leise, das ist mal ganz komisch. Könnte auch ein OBS liegen, ja, dass die das uns vielleicht automatisch mehr mit den Regeln. Ne? Das weiß ich nicht. So.
muss ich keine Autos fahren, ne? Pellets würde ich noch keine verkaufen, weil da würde ich alles im Winter warten, weil dann hoffe ich auf gute hohe Nachfrage und bessere Preise. Ja, es sieht teilweise so schön aus. Nachts jetzt spannend ein zum Ernten, aber leider ist noch nicht so weit. Hier aber da. Aber ich lade mal auf, am Ohr machen, ne? Das ist gut eigentlich, aber da ist. Weil dann ist es wenigstens immer gelaufen. Jetzt laden wir jetzt auch noch ein. Wenn die nicht außerhalb sind. Dann ist nicht so gut. So. Jetzt haben wir gleich ein paar Aufnehmen neue. Ein paar kriegen wir noch auf. So. Morgen haben wir auch noch entsprechend verarbeiten. Mit dann denken wir an den Strohballen wieder auf die 10.000 hochstellen. Bauen ein bisschen Arbeit an. Warum nicht so oft fahren? So. Das wär's. Haben wir eingeschnappt, ne? Toll. Jetzt überlege ich mal ganz kurz. Ob wir den Raum auch nicht normalerweise. Dann können wir hier stehen lassen. Erstmal. Vielleicht brauchen wir den noch, mal sehen. Bin auch nicht ganz sicher. Ob wir hier das verkaufen? Die Gärreste? Ah, nee. Bringt ja auch so viel nicht ein. Wenn wir vielleicht so einen Düngen nehmen, mal sehen. Fahr mal LKW zum Hof. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir hören und sehen uns wieder vielleicht zur nächsten Folge. Wenn ihr Lust habt, sag mal Tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.